Und damit hallo und recht herzlich willkommen zu Stay Close, einem weiteren Horrorspielchen, einem Indie-Horror-Game. Und hi Panischer, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Hatte gerade ein bisschen Probleme, irgendwie meinen Chat aufzubekommen, ging nicht. Oder YouTube generell auf dem Handy. So, ich mach mal hier wieder leise, sonst hört ihr mich doppelt. Ich entschuldige mich dafür. So. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Da steht nicht sonderlich viel. Ich erwarte jetzt auch nicht so viel. Und ja, ihr wisst ja, mein Faible für solche House-Horror-Games ist ja ziemlich groß. Hier ist es nicht nur ein Haus, sondern die ganze Stadt. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. Das Spiel an sich ist von 2016, also schon ein bisschen älter, hat schon was aus dem Buckel. So wie ich. Nicht. Ja. Tokio. Oh. Und hier liegen Leichen. Das ist beruhigend. Ach, schön. Mir geht's sehr gut, Panascha. Dankeschön. Und hallo, Elias. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi. Hi. So, was haben wir hier? Wir haben gar nichts. Hier haben wir auch wieder nichts. Ja. Da war der Frosch. Oh. Ich hoffe, du bist sicher hier, mein Spielzeug. Du hast Glück, dass ich dich zuerst gefunden habe. Die Bewohner waren immer so gnadenlos. Ach, was sag ich. Willkommen in unserer Stadt. Ich bin so gespannt, dich kennenzulernen. Bitte finde mich. Ich bin sicher, du hast viele Fragen. PS, nimm dich in Acht vor dem Nebel. Beste Grüße, Cyrus. Ach, schön. Da hat mir jemand einen Brief geschickt. Das ist ja nett, oder? Finde ich ja geil. Gamer Girl! Hi! Schön, dass du da bist. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr gut, Elias. Dankeschön. Mir geht's sehr, sehr gut. Wieder ein neues Horrorspielchen für den Sanyo. Oh. Da kriegt er gleich wieder einen Stimmbruch nach unten. Ne? Das ist ganz normales Stimmverhalten. Okay. War da gerade was? Ich bin nicht sicher. Ich habe einfach direkt schon wieder Gänsehaut. Soll ich es mal sagen? Ach, Nebel. Da ist Nebel. Ich soll mich von Nebel in Acht nehmen. Also versuche ich jetzt nicht in den Nebel zu gehen? Also U-Bahn wäre schon mal schlecht. Was ist in dem Nebel? Was ist in dem Nebel? Hallo Janine, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi. Hi. Ja, ich schreie gleich wieder. Hast recht. Hast recht. Ich glaube, ich schreie gleich wieder. Ich hab's im Urin. Ich weiß es genau. Irgendwas verfolgt mich. Das ist ja eine Minitür. Wer baut denn sowas? Das, tja, soll wohl so sein. Was ist in dieser Stadt? Soll ein Open-World-Horror sein, was ich jetzt bezweifle. Aber man kann einfach in der Stadt rumlaufen. Das ist dann eben Open-World. Das ist auch typisch, ja. Das ist, glaube ich, mein Arm, der da rumwackelt. Der hat einen Wackelarm. Gut. Besser als gestern. Das ist schön. Er freut mich. Das wird ja auch. Wird auch. So. Hast du Lust, morgen zusammen zu streamen? Ich weiß es noch nicht, ob ich es schaffe. Und Fortnite, wie gesagt, backt bei mir übelst rum. Kann ich hier nicht rein? Nö. Was ist das für Ton? Hallo, lass mich mal vorbei. Stoppschild. Hallo? Omi? Ich weiß nicht, ob hier die Omi ist. Aber ich gehe mal lieber weiter.
ist wieder Nebel. Aber da ist die Tür auch offen, aber gerade da, wo der Nebel ist, ne? Will ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay, wir können auch rennen, das ist gut. Oh, ich schrei gleich, ich weiß es genau. Ich weiß es genau, ich werde sterben. Das hört sich immer an, als ob mich jemand verfolgt. Hier ist nix. Es soll auf jeden Fall Tokio sein, aber die Straßen sind leer. Das ist eher Wolfen. Kennst du The Hunter Classic? Ja, kenne ich. Sanyo, bin gleich wieder da. Ja, alles gut. Hier seid ihr alle. Ja, Konki. Hier sind alle. Und wie sehe du auch, mein Freund? Lass mich ganz alleine. Was? Mach ich nicht. Habe ich gar nicht gemacht. Alleine. Ich bin auch alleine. Guck mal, ich laufe hier alleine rum. Oh, das sieht begehbar aus. Doch nicht. Okay. Der sieht kaputt aus. Ich hoffe, das war nicht das, was mich hier jagt. Wenn mich überhaupt was jagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Oh, hier ist offen. Okay, das ist gleich noch gruseliger. Okay, das Spiel hat gespeichert. Hallo? Opi? Also diesmal keine Omi, es ist Opi. Ich geh mal zu Opa. Hi. Hallo? Und wer bist du? Mein Name ist David. Ich habe mich verlaufen und kann meine Frau nicht finden. Hat sie sich auch verlaufen? Nein, ja. Also, was jetzt? Ihr Name ist Jane. Sie muss hier herumgekommen sein. Kurzes blondes Haar, blasse Gesichtsfarbe, verängstigt? Ob sie verängstigt war, das weiß ich doch nicht, wahrscheinlich. Genau, das muss sie sein. Weißt du, wo sie hingelaufen ist? Ich bedauere, mein Gedächtnis ist ziemlich trüb. Alter, ich hau dir eine rein, wirklich jetzt. Echt jetzt? Das kann ja auch keine Stunden her gewesen sein. Corona-Zeit sind die Straßen leer. Können wir gerne machen, Elias. Dann gucken wir mal, machen wir uns was aus. Ich lese erstmal deine Beschreibung durch, ob ich auch tollen YouTuber finde. Ja, findest du tatsächlich. Warum ist es so still? Wo sind alle? Wieso? Schlafen natürlich. Psch. Also sag mir bitte nur, ob Jane sicher ist. Ein Tropfen gleitet am Baum herab. Erst langsam, zitternd, sachte, sacht. Dann immer tiefer, schneller, schneller, bis in der Erde, dunkle Nacht. Na gut, ich werde sie schon alleine finden. Spiel ein Spiel mit mir. Ich habe aber keine Zeit dafür. Löse meine Rätsel, stark genug, um Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Ach du heilige Maria! Stark genug, um Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Tornado. Das ist richtig. Richtig. Es ist kein Tornado. Was fürchtet denn die Sonne? Wind. Alter, Sturm vielleicht. Aber sowas mag ich total. Hallo? Was gibt's denn noch? Warum sehe ich in der Mitte bitte nach oben mit Sternchen?
Tiefer, schnell, was spielst du da? Das ist ein Horrorspiel, das wünschst du dir übrigens. Das hast du auf der Wunschliste. Hab schon überlegt, es dir zu schenken, aber da weiß ich wieder nicht wegen. Weiß schon, mit annehmen und so. Ah. So, könnt ihr mir jetzt mal helfen? Also, stark genug, um Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Ja, wenn die Sonne rauskommt, ist der Sturm weg. Wind ist es auch nicht. Sturm nicht. Ist es auch nicht. Entschuldigung. Manchmal kommt das Sachsen-Anhalter doch noch durch. Wind, Sturm hat dich, Tornado hat dich. Es ist der Pups. Ganz klar, ja? Wenn es im Popo scheint, die Sonne scheint, dann ist vorbei mit Pupsen. Nein, ist auch nicht richtig. Ach, Mann. Annehmen kann ich alles. Hab 6 Wohnorte auf der ganzen Welt. Einer geht immer. Okay. So, jetzt will ich hier antworten, bitte gerne von euch. Los, seid mal kreativ. Elias, das ist deine Chance. Wenn du fleißig mitmachst und immer dabei bist und so, kommst du auch in meine Beschreibung. Aber ich wünsche es mir. Gleich mal kontrollieren, was ich mir da alles wünsche. Ach du Heilige Maria. Na, die Liste ist lang. Was, wie, wo? Och, Konki. Es ist stark genug, Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Was ist es? Los. Texten erwünscht. Ihr werdet jetzt total mit eingegliedert. Schiffe zu zerschmettern? Es ist Wasser, oder? Nee. Wasser, was Wasser mit. Ja gut, Regen. Hatten wir Regen schon? Regen kann aber auch nicht zerschmettern. Oh, ich hoffe, ich muss das nicht in Englisch schreiben. Schnee. Hagel. Warte mal, es Nebel. Nee. Ach komm jetzt. Fuck. Vampire? Asteroiden? Zombies? Ist das euer Ernst jetzt? Nein! Das ist es aber nicht. Was kann das sein? Jetzt. Also, ich hätte jetzt echt gesagt, so Wind zum Beispiel oder so, oder Sturm. Es ist der Sturm. Geht auch nicht. Wind hatten wir schon. Was ist das für ein Kack? Ist doch Mist, was könnte das sein? Eisberg. Eis. Eis ist richtig. Juhu. Ich konnte es in Deutsch schreiben. Janine, super gemacht. Und auch Konki mit Eis, super, vielen Dank. Wie ist es mit diesem hier? Ich wurde in einem dunklen Raum getragen. Was? Unangezündet.
Ich weinte und dann erlosch mein Licht. Was bin ich? Kerze. Es gibt eine antike Erfindung, heute noch immer in einigen Teilen der Erde zu finden, welche erlaubt, Leute durch Wände sehen zu lassen. Alter, es reicht aber! Es gibt eine antike Erfindung, heute noch immer in einigen Teilen der Welt zu finden, welche erlaubt, Leute durch Wände sehen zu lassen. Also zwei haben wir jetzt geschafft. Was soll das sein? Eine Erfindung in Teilen der Erde immer noch zu finden, was erlaubt, Leute durch Wände sehen zu lassen. Das ist die Brille. Infrarot. Infrarot. Nee. Hallo, Lieke, Lieke, hallo, hallo. Brille. Eine Brille, dass die durch Wände sehen. oh, wie heißt. Was gibt's denn da? Also, ich habe noch nichts gehabt, wo ich durch Wände sehen konnte. Eine antike Erfindung. Liege hat's natürlich. Es ist das Fenster, klar. Und ich denke schon wieder viel zu weit. Vielleicht können wir am Ende doch noch Freunde sein. Ich will aber nicht mit dir Freund sein. Du gibst mir viel zu viele Rätsel auf. Vielen Dank, Liege. Dankeschön. Wir denken einfach viel zu weit. Also, was ist das für ein Spiel? Kannst du mein Lieblingsspielzeug finden? Ich habe es vor einiger Zeit verloren. Ich bin nicht mehr der gleiche ohne es. Mein Kompass. Der schöne Vogel hat ihn genommen. Der schöne Vogel? Genau, der schöne Vogel. Er lebt mit dem Sammlern im Wohnkomplex. Finde meinen Kompass. Kompass. Und bringe ihn mir zurück. Und vielleicht werde ich mich erinnern. Okay. Du bist ein alter Drecksack, Alter. Ich habe Cyrus gefunden. Und der ist mir direkt unsympathisch, dieser kleine, dreckige Scheiße. Ich werde hauen. Schlagen werde ich dich. Hauen und schlagen. So. So, ich bin durch mit Cyrus. Hat sich erledigt. Ist nicht mehr mein bester Freund. Ist ja nicht so, dass ich den nicht überhaupt nicht kannte und so, aber. Hey. Weißt du? Was nicht ist, hätte ja werden können, aber nö. Ich mach mal ihr Licht. Hallo? Oh, geil, Schlafsack. Oh. Draußen übernachten. Yeah. Lass mich mal in die Kasse, bitte. Ich will doch nur gucken. Daneben ich. Ist okay. Ha! Aus, ihr Drecks. Aus, ihr Drecks. Warum? Aber du musst ja später wieder zu ihm. Ja, ist wahrscheinlich. Leider. Okay, das blinkt oder was macht das? Ja, ist irgendwie eine optische Täuschung. Eine optische Täuschung. Okay. Xenosaga. Wall of Joy. Ich liebe dich. Superfabs. Wrote this. Ich float auch gleich was. Floaten. So, wo kam ich jetzt her? Ich hab's schon noch vergessen. Bin ich sicher. Also, Wohnkomplex sollen wir. Ich habe jetzt noch keinen Wohnkomplex gesehen. Hier sind wir beim Stuhlkomplex. Geht ja Koop, deswegen wünsche ich mir das. Genau, Gonki. Koop, weißt du?
Weiter. Ich meine natürlich, weißt du? Oh, lass mich mal durch. Oh, bitte. Rufus! Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi. Hi. Oh, hier, guck mal, Mill. Ich wollte den nicht durchsuchen. Ich schwöre. Ich schwöre auf alles. Oh, das sind so eine Zeitungsdinger, oder? Gibt es die überhaupt noch? In den USA wahrscheinlich schon. Glaube, die gab es früher bei uns auch. Tatsächlich so eine Zeitungsteile. Haben sie aber ziemlich schnell wieder abgeschafft. Also, Nebel sollte ich nicht reingehen. Wie gesagt, nimm dich vor den Nebel in Acht. Das tue ich hiermit. Ich dachte, da ist Essen drin. Lebensmittelklau. Zuckerstück. Panischer Gem. Dass es bei Nike geht und selbst. Bei mir ist alles gut. Dankeschön, Rufus. Bei mir gibt's Trauben. Panischer. Wo ist jetzt ein Wohnkomplex? Ich. Oh. Ich glaube, hier pinkelt jemand. Und zwar in Stereo. Ja, schön. Jetzt 3D. Und wenn ich mich drunter stehe, habe ich sogar 4D. Hilft mir doch nicht sonderlich. Aber ich glaube, hier war ich vorhin, ne? Hi, Kessel! Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Okay, hier haben wir angefangen. Also hier fing alles an. Das Loch. Ich gehe mal wieder. So. Ach. Kessel drückt sich vorm Schlafen gehen, ja, wahrscheinlich. Aber ich freue mich natürlich, dass er da ist. Dass ihr alle da seid. Es freut mich wirklich ungemein. Dankeschön. Und wie ihr merkt, ich werde das jetzt so machen, dass ich, was Horror angeht, sehr abwechslungsreich bin. Wir spielen natürlich die anderen alles durch, aber ich will eben mehrere bringen zwischendurch und nicht nur auf eins fixieren. Ich bin der Abwechslungsmensch. Bling, bling. So, wo können wir denn reingehen? Okay, wir müssen also seinen Kompass finden. Looky, looky nach Kompassi. Looky, looky. Ah, jetzt ist der Nebel weg. Jetzt kommen wir hier rein. Hallo? Hallo? Das ist gruselig. An den Zuständigen. Ich war am Empfang und muss sie verpasst haben. Ich habe keine Telefonnummer zum Anrufen gefunden, also hinterlasse ich stattdessen diese Notiz. Mein Auto ist ein paar Kilometer außerhalb der Stadt liegen geblieben und ich kann nirgendwo unterkommen. Ich habe einen leerstehenden Raum im zweiten Stockwerk gefunden. Ich werde dort über Nacht bleiben. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Falls es nötig ist, werde ich für die Übernachtung am Morgen bezahlen. Mache ich auch immer, ja, also ich gehe auch. Einfach mal immer in fremde Häuser und da werde ich da immer, aber dann tue ich da übernachten und schreibe aber keine Notiz. Das ist völlig normal. Der hat wenigstens noch eine Notiz geschrieben.
Ne? Das ist wie Auto anditschen und einen Zettel dran kleben. Oh, Jordan. Hallo. Beeil dich. Aha. Ich will nicht mehr da rein. Oh, Alter. Hä, was? Bin ich morgen nicht zu Hause? Ja, da habe ich wieder geschrien wie ein Mädchen. Schön. Wo waren das jetzt? Oh, das wird mir ewig nachtragen, ich schwöre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach ich schon lange, warum bist du morgen nicht zu Hause? Ach, wie ich alles anfangen und nichts auf die Reihe bekommen. Hä? Bitte erklären. Oh, war das gruselig. Mann, war das gruselig. Oh. Will da nicht nochmal reingehen. Vor allem, ich bin direkt gestorben, einfach. Warum? Oh Gott! Ich muss es angucken, glaube ich. Oder? Oh, ich will da nicht reingehen, ich will nicht! Alter, ich kacke mich jetzt schon ein! Stopp! Oh, es ist abartig, Mann! Ach so. Nein, ich kopiere ihn nicht. Oh, wie ekelhaft. Du kriegst meinen Arsch nicht, du Kacker. Bleib da stehen. Nein, 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 ich lauf. Oh, hab ich. Oh. Alter. Bitte was? Schnall nichts. Wie soll ich den Wirt bezahlen, wenn er sauer ist? Ich kann das nicht machen. Nicht nach dem. Ich verdiene das wahrscheinlich. Ich hätte den Motor reparieren sollen, als ich noch konnte. Aber ich brauchte das Geld für die Rechnung. Ich bin dabei, mich noch mehr zu verschulden. Und das darf nicht passieren. Niemals wieder. Vielleicht mache ich früh auf und schleiche mich aus dem Fenster. Das wird doch nicht als unerlaubtes Betreten angesehen, oder? Ich habe keine andere Wahl. Ich wäre in ein Motel gegangen. Aber es scheint keines in der Gegend zu geben. Ich muss aufhören, mich selbst zu stressen. Die Bewohner haben anscheinend nichts dagegen. Sie hinterließen mir sogar frische Bettwäsche in einem Raum. Jetzt kann ich diese widerlichen Flecken überdecken. Was für widerliche Flecken?
hoffe, das kommt nicht nach oben. Ich kann es nicht glauben. Ich habe mein verdammtes Handy verloren. Aber kann es klingeln hören? So kann ich meine Versicherung nicht anrufen. Wo ist es? Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Komme ich nicht rein? Okay, da komme ich überall nicht rein. Großartig, wirklich großartig. Ich stecke hier fest, bis mein Auto repariert ist. Ich keinen anderen Mechaniker finden. Aber egal. Ich bin total am Verhungern. Das ist ein Geschäftstum. Das ist ein Geschäft um die Ecke. Ach so, da ist ein Geschäft um die Ecke, aber es sind nie Lebensmittel vorrätig. Ist der Laden so schnell leer? Ich hatte sogar darauf gewartet, dass jemand vorbeikommt, aber niemand kam. Ich hatte versucht, in den Lagerraum einzubrechen, aber ein fauler Geruch trat aus. Wenigstens verlor ich meinen Appetit. Ach, das ist schön. Finde ich auch immer. Wenn ich faulige Gerüche rieche, finde ich das auch. Hi, The Collector, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, hi. Ich hab nicht geschrieben wie ein Mädchen. Alter Finne! Warum spiele ich das Spiel nochmal? Alter. Da geht mir gleich die Hufe. Mann! hab ich schon gesagt, dass ich es liebe, wenn du kreischst? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott! Oh, ist das furchtbar. Oh, ich kacke einen Sack voll Rindenmulch. Und nicht nur einen. Ich liebe es auch, wenn die Personen laut dabei sind. Was? Okay. 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 Oh, wie furchtbar. Ich muss da wieder rein. Konki? Ihr seid auch zu Hause? Ja, ich hab heute schon gearbeitet von zu Hause aus. Konki, wie sieht's denn aus? Wenn ich dir das Spiel jetzt einfach schenke, spielst du damit? Ich will nicht mehr alleine. Oh. Bis zum 19. Bei mir wird's. Also bei mir ist offenes Ende, also ist nicht raus wie lange. Was sieht was aus, noch klein? Was? Das ist auch nicht groß, es ist nur 3 GB groß, glaube ich. Moment mal, ihr Lieben, ich muss mal eben Geschenk verschicken. Ihr seht jetzt gleich mal nichts, aber ihr hört immer noch meine zarte Stimme. Moment. Moment. Wo ist es denn? Nein. Alter Finne.
Beim Game Pass? Sowas haben wir nicht auf Rechner. Echt? Game Pass habe ich. Ach so. Muss ich dir das jetzt nicht schenken? Hab ich auch nicht. Ja, dann guck, dass du es holst. Wenn du es jetzt nicht kriegst, dann schick ich es dir. In der Zeit gehe ich hier noch mal rein. Oh Mann, oh, ich hab so Gänsehaut, das glaubt ihr gar nicht. Mir steht alles zu Berge. The Collector, das Game hier, nicht The Search, das, was ich gerade spiele. Okay, also Stay Close ist nicht drin. Das würde mich aber auch wundern. Vorname des Empfängers, ja, keine Ahnung. Schnurzel. Halt. Ich habe mich verschrieben. Moment. Schnurzel. Liebesbotschaft verfassen. Okay, ich verfasse jetzt eine Liebesbotschaft. Hallo Schnurzel. Hiermit vermache ich Ihnen ein Spiel, welches ich gerade kaufe. Herzlichen Glückwunsch. Signatur Sunjo war's. So. Okay, Moment. So. The Search 2 ist ein Shots 2 ist ein Souls-like-Titel. Also ja, es ist tatsächlich schwer. Wollen alle wieder was von mir, ja. Oh, es lädt und lädt und lädt. Was ist das denn hier? Kann sich nur noch um Stunden handeln.
Hallo, ey, sag mal, lädst du jetzt mal fertig? Alter, 2 Stunden später. Ich nie und nimmer. Es tut mir sehr leid, dass ihr gerade nichts seht, aber es dauert noch einen kleinen Moment wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es nur ein kleiner Moment ist. So. Jetzt ist es mal, Alter. 3 Jahre später ist es mal durch. Es ist durch. Na, Netzteildefekt? Hä? Wie meinst du das? Weil er so lernen lädt oder was? Nein. So. Es ist durch. Habe ich jetzt versteckt? Verschickt. Verschickt. Alles klar, verschickt. Wo ist das Kackvieh jetzt? Hallo? Da ist es. Wie kriege ich das jetzt weg? Mein Geschenk wird doch mit DHL verschickt. Da kannst du aber warten jetzt. Hallo? Wie das angerannt kam, oh mein Gott. Oh, mich sträubt einfach alles. War das gruselig? Oh, Konki, mach bloß hin. Mach bloß hin. Ich will nicht mehr allein. War denn das blöde Ding jetzt? War das auf der Seite? Ich glaube ja, ne? Himmel, Arsch und Zwirn. Lass mich mal durch. War das jetzt auf der Seite? Ich glaube nicht. Oder doch da? Aber wirklich, armer Sanyo, ich kacke mir ja voll in die Hose. Ich kacke mir die Hose rein. Es tut etwas mit meinem Körper, was nicht schön ist. Ich schwöre, ganz egal, wie oft ich hier reingehe, es beängstigt mich. Wo ist es jetzt?
Oh Mann! Das ist auch noch so nah. Oh, so nah kann ich nicht an dem vorbeigehen, da bin ich dran. Am Bobbes. Das ist gut, Konki, mach hin. Tschüss, du Kackvieh. Hau ab! Alter Fille! Ich hasse das! Ich hasse das, Vieh! Ich hasse das! Das sieht aus wie eine Puppe! Ich hasse Puppen! Und es macht so komische Geräusche! Ich hasse diese Geräusche! Oh. Und ich sitze hier im Dunkeln, versteht ihr? Ich sitze hier im Dunkeln, hab Kopfhörer auf, es ist laut und ich. Ja. Oh Mann! Was tut dieses Spiel bloß mit mir? Ich hasse es so sehr. Die gehen schon alle, die können sich's nicht mehr antun mit mir. Es tut mir echt leid. Tut mir leid. Die sind immer wieder anders. Das ist wie anders, woanders. Oh Mann. Schmoll. Game gespeichert. Speicher es lieber mal da drin. Irgendwo. Nee, hab ich nicht. Oh, Conky spielt. Conky spielt. Ich hab's gesehen. Ich gehe da nicht mehr alleine rein. Ich schwöre, ich gehe da nicht mehr alleine rein. Ich schicke jetzt nur noch Conky vor. Mir egal. Da muss ich das. Ach, da muss ich das Spiel hosten, glaube ich. Freund einladen. Freund einladen! Oh nein, ich hoste das Spiel wahrscheinlich gerade nicht. Okay, passt auf. Da müssen wir leider noch mal abbrechen. Das Hauptmenü ist ja gespeichert. Dann hoste ich einmal das Spiel. Das ist die Lobby, okay. Okay, oh, das sieht ja nett aus. Oh! Mist, das sind zu viele Teller. Sonst hätte ich gesagt, das sind die sieben Zwerge von ihrem Gebirge. Die Lobby. Wir warten jetzt auf Conky. Muss unbedingt mal Zeit finden für die PSVR, für PC-Hacken. Okay. Bin wieder da, war kurz weg. Sorry, muss ich doch nicht entschuldigen. Alles gut. Mach, was du meinst. Du musst ja nicht hier sein. Alles gut. Aber es freut mich natürlich, wenn du wieder da bist. Eine einzelne Seele ist nicht genug. Habe ich das richtig übersetzt? Da, da, da.
Wir warten hier auf Konki. Didi. Ah, ich muss bestimmt im Discord einmal wechseln auch, ne? So in Sprachchat und so. So, Moment. Ich gehe wieder in Live-Raum. Konki, falls du das hörst. Was, VR-Modus? Hast du irgendwie VR-Modus wahrscheinlich nur an oder so? Bei mir ist es nicht VR. Lalala. The Star Point. Ba, 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 da, ba. Was sind das mal für Wurzeln? Oh, ein schönes Feuer. Heiß. Au. War ein bisschen heiß am Poppes. Also das Vieh hat sich oben die Augen zugehalten und mit Kopf runter. Eventuell musst du die Taschenlampe ausschalten. Das könnte sein. Aber das ist voll gruselig, Digga. Das ist alles dunkel. Ja, ich habe ja gesagt, ich schicke Konki vor. Ja. Dann läuft das wahrscheinlich besser. Oh Mann. Okay, solange Konki startet, gehe ich ganz schnell pullern. Bin in einer Minute wieder da. Nike, bitte Musik. Vielen Dank. Bitte, bitte, denke ich mal. Viel Spaß. Ach, lass mich raten. Hallo, hallo. Bestimmt hört er mich jetzt wieder nicht, weil er sein Windows-Lautstärkenmixer alles auf leise hat. Nur mich nicht. Aber schön zu wissen, dass er nicht weiß, dass ich jetzt on bin. Also werde ich gleich mal die Klappe halten, gucken, was es mitkriegt. Schon komisch. Ich mache schon Sachen hier. Da ist das Spiel. Na, nicht so leise. Uhu, liege. Irgendwie das Spiel doch. Wieso geht das jetzt? Ach, ich lösche die scheiß VR-Kacke. Ich muss ihn neu installieren. Wo ist die VR-Kacke? Nicht starten. PC ist eine tolle Sache, übrigens, wenn es funktioniert. Hallo. 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 Geht's jetzt bei dir oder was? Ja, ich muss über die VR löschen. Das ist, weil VR startet immer automatisch. Ach Das ist gerade so. Ah, ja, okay. ganz creepy. Creepy. Ja. Ah, ich hatte auch einen creepy Urinfluss gerade. Den Direkt Film. lange Leitung gehabt. Ja? Alter, Finder, ey. Dieses Spiel. Bitte sei mir keine Probe, danke. Könnt ihr Konki gut hören oder ist es noch zu leise? Bei mir ist er laut auf dem Ohr. Auf So, dem funktioniert. Ohr ist er IVVR wird jetzt laut. deinstalliert. Deinstalliert. Ja, läuft doch. Geht doch, Na gelöscht. bitte. Ich habe auch schon ein Spielchen gehostet. Schön. Das Spiel ist ja Englisch. Kannst auf Schön. Deutsch stellen.
Ach da, Deutsch. Krass. Er ist leise. Okay, eigentlich müsste er laut sein. Moment. Moment. So, sprich mal was, bitte. Hallo, ich kann nicht leise sein. Wie geht's euch? Grüßt euch alle schön und so weiter und so fort. Spielaufnahme. Ja, Spielaufnahme, Eigenschaft. Ich habe ganz schnell, ganz billig ein Cover gemacht. So. Etwas lauter. Besser. Schön. Ich kann auch, ich rede auch ein bisschen leiser, weil es schon spät ist. Kann es auch liegen. Besser. Okay. Super. Ich habe ihn jetzt hochgeschraubt. Keine Server gefunden. Was? Warte mal. Ich lade dich mal ein, Kumpel. So, Einladung geschickt. Oh, ich habe Freunde. Geil. Er hat Freunde. Geil. Da habe ich auch einen Freund. Da habe ich auch einen Freund. Ich hoffe, du kommst jetzt hier in meine Lobby. Ja, da, guck mal. Ich habe hier ein Weibchen stehen. Hallo. Hallo, hallo. Was bist denn du für eine wilde Maus? Eine ganz wilde Maus. Man kann Konki schrauben? Ja, kann man. Wo sind Spiegel? Man sieht sich hier nicht in den Spiegel. Ich glaube, die haben Ressourcen damit gespart. Ja? Oh Mann. Aber du bist hübsch. Kannst mir vertrauen. Habe ich Nibbel? Wie sehe ich ihn aus? Wie sehe ich ihn aus? Was bin ich denn? Du siehst aus wie Bruce Willis. Echt? Ja. Ich bin Bruce Willis! Ich habe gesagt, du siehst aus wie Bruce Willis. Das habe ich nicht gesagt. Ach so. Aber ich will es. Ihr könnt es nicht sehen, wenn ihr live seid. Ja, ich bin live. Nicht ihr seid live, aber ihr seid live dabei. Achso, warte mal, dann kann ich... Du bist mich jetzt, dann kann ich mich angucken. Du bist mein Spiegel. Ja. Wo ist meine Maus? Die ist weg. Wo ist denn meine Maus? Meine Maus. Spiel doch in Fenster, oder nicht? Da spiel ich im Fenstermodus. So. Jetzt kann ich rüber zischen. Oh, ist ja richtig geil aus. Ja, du bist ein ganz hübsches Schätzchen. Oh, immer Screenshot machen vor heute Abend. Wenn du überlebst, können wir was spielen. Bei mir zu Hause, okay? Der Wechsel war unten. Hör mal auf damit. So, zeig mal, wie sehe ich aus. Ah, ja, so sehe ich aus. Okay. Gut, gut. Ja, ich bin hier der starke Mann, der die Frauen nach vorne schickt. Ja? Ich habe schon gesagt, die schicke ich vor. Los. Ja, gehört. Komm, wir müssen hier raus. Komm. Ja, ja. Hetzt mich nicht. Ich muss noch drei Sachen andere machen. Du bist nicht alt. Er kann nicht so schnell. Er kann nicht so schnell. Es war kein Scherz. Auf einmal melden sich alle bei mir. Ich war schneller. Ich war schneller. Geh jetzt da durch. Ist dunkel hier. Kannst Taschenlampe anmachen mit linker Maustaste. Bei mir zumindest. Ah. Aber warum ist trotzdem dunkel? Geh nochmal raus. Okay, es geht los. Okay. Oh. Habe ich getrunken? Ist der verschwommen aus, das Bild? So, immer so ein Joshit am Markt. Was sind da? Das ist eine Leiche. Habe ich vorhin auch gefunden. Und eine Schrift, die ich nicht lesen kann. Oh, wie cool, das funktioniert sogar. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt weiß ich, warum ich mir auch gewünscht habe. Ich habe es gesehen, du hast es gekauft und dachte ich, das wünsche ich mir auch. Ach so, ich dachte, ich habe es gekauft, weil es bei dir auf der Wunschliste stand. Weiß ich gar nicht mehr. Hä? Ich glaube, wir sollten mehr miteinander reden. Oder schreiben. Ja. Ey, hallo, wir spielen jetzt zum zweiten Mal zusammen innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Das ist ein Unding. Dann sag nochmal, ich habe keine Zeit. So. Okay. Oh, Schätzchen. Der ist Hunjo. Da ist er. So, okay. Puh. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das zu zweit hinbekommen. Ob das besser läuft. Also, Liga hat gesagt, bei den ganz oben, bei dem Widerling, müssen wir dann Licht ausmachen, wahrscheinlich. Warum? Weil der uns durch die Taschenlampe wahrscheinlich dann fressen will. Ganz so kurz, ich habe ja nicht alles mitgekriegt. Warum dreht es hier?
Das ist ein Horrorspiel, wir müssen die Stadt erkunden. Die an Und Corona so. gestorben ist. Ja, wahrscheinlich. Okay, alles klar. Ja, hast doch gehört, der hat gesagt, es ist spät, deswegen ist keiner da. Hier Bist du gibt's eigentlich ein kein Bruder Michael Jackson? Corona. Bitte? Ist dein Bruder zufällig Michael Jackson? Ja. Weil du musst Wieso? Moonwalk auf dem Boden. Sieht lustig aus. Echt? Du slidest hier längs. Okay, nice. Hier ist Krass. nix. Kann man Türen öffnen? Oh. Nicht alle. Man kann einige öffnen, tatsächlich habe ich mitbekommen, aber nicht alle. I love you, mate. Ich weiß jetzt gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir nochmal bei den Typen rein. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Da steht join the wall. Ich habe die Wand genossen. Hä? Was? Ja, hier, die werden geguckt. Wo bist denn du wieder? Immer noch da drin? Wenn du über. Ja, ich bin immer noch drin. Und Ach Duplo sagt zu so, die mir. Wall, ja, die habe ich schon, die habe ich schon. Und Duplo sagt zu mir, ich mache hier Speedrun bei meinen Spielen. Ja, echt mal, nee, guck sich sogar Wände an, ja? Wände. Naja, Link, ich habe schon alles gesehen. Ja, warte mal, wir müssen hier rein irgendwo bei den Typen. Komm mit. Ja, ich muss komplett umstellen. Ach, hallo, Sonjo. Ist klar. Wärme mache ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu doof. Ich habe Warnblinkanlage Sieht lustig aus, wenn der Boden nur blinkt und du nicht. Also ist von einem wahrscheinlich nur von einem Entwickler. das kann sein. So, jetzt gehen wir noch mal hier rein. Ja, wir müssen hier tatsächlich noch mal rein, okay. Guten Tag. Hallo, Guten sprechen Sie mal Tag. mit mir. Ist ein Panzer. Safe, das ist eine Safe Zone hier. Ach, die Tür ist zu. Ah, okay, das hatte ich alles schon. Wer seid ihr? Entschuldigung, ja, blub, verwirrt, was? Okay, da gibt uns jetzt Steht. wieder die Aufgaben aus. So, Was? ich stehe draußen und kann den Text auch lesen. Das ist geil. Ja, nice. So, erste Frage war, stark genug gegen Schiffe zu zerschmettern und auf Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Was ist es? Es war Eis, glaube ich. Das war von Eis von Conky und von den Dings. Janine haben das gesagt. Jetzt steht der. Hey, es geht Eis nicht mehr. Ich hab's eingegeben. Es war doch Eis, oder nicht? Ein bisschen, weil ich habe schon weitergemacht. Ach so, okay. Sehr gut. Das nächste weiß ich gar nicht mehr. Dunklem Raum getragen. Das war. Was habe ich gesagt? Eine Kerze, ne? War das eine Kerze? Ja. Das hat die liebe Lieke für uns rausgefunden, weil wir viel zu weit gedacht haben. Das war das Fenster. Und damit schalten wir dann auch die weitere Korrespondenz in dem anderen Hütchen frei. Puh. Ja, genau, Kerze, Lieke. Genau. Habe ich selbst enträtselt. Und das ziemlich schnell. Aha. Conky? Naja, ich bin noch hier draußen. Ja, ich muss irgendwann noch Ah. was anderes machen, aber ich bin ja voll da, ich bin da voll. Er muss noch nebenbei was anderes machen. Gleich nicht mehr. Gleich kommst du dazu nämlich nicht mehr. Von Keine wegen was Sorgen, Hosen wieder an. anderes machen. Das Schlimme ist ja wirklich bei mir alles dunkel gemacht hier. Hast du? Ja, aber so viel schlimm kann es. Wir sind zu zwei, so schlimm ist ja jetzt nicht mehr. Nee, jetzt. Have you see here? Hast du hier, hast du es gesehen? Da musst du links rein hier, Konki. Links? Wo ist links? Weg ist links. Da Ja, links. Das da. links. Und lies alles für deine Community und so hier. Da hängt ein Zettel. Oh, Mist, hab ich mich erschreckt. Oh Mann! Jetzt müssen wir nochmal dahin laufen. Mir hat jemand in Ohr gerülpst. Er hat's nicht mal gesehen. Wo stand das blöde Kackvieh denn? Da stand da irgendwo. Ich habe Licht ausgemacht, wäre reingegangen. Ja. Was das der Tag, wie sieht mich nicht. Ne, unten, das, da musst du noch, kannst du noch Licht anlassen, aber beim zweiten Vieh oben. Okay, wir fangen wieder hier an, das ist sehr gut.
Achso, hier. Safe Blitz, Zone. Blitz, Blitz, Blitz. Ja, jetzt sind wir nicht mehr in der Safe Zone. Jetzt kann uns hier alles fressen. Das erste Vieh musst du immer angucken, wenn du es siehst. Dann kommt es nicht. Mit Licht an. Da ist der Zettel. Kannst du da am Kühlschrank, wenn du willst. Ich will, wenn ich sterben will. Ah, an den Zuständigen. Ich war am Anfang und muss verpasst haben. Ich habe kein Telefonnummer zum Anruf gefunden. Also hinterlasse ich stattdessen die Notiz. Mein Auto ist ein paar Kilometer außerhalb der Stadt liegen geblieben. Ja, kein ADAC. Und ich kann nirgendwo unterkommen. Ich habe einen... Deine Taschenlampe blendet mich, danke. Ich habe einen leerstehenden Raum im zweiten Stockwerk. Ich werde dort über Nacht sein. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit. Falls es nötig ist, werde ich es für die Unannehmlichkeit am Morgen bezahlen. So. Rüthören. So, kann ich dich jetzt hauen? Nicht mich hauen. Warum mich denn? Ich glaube, das ist oben. Der schläft. Ich weiß nicht, wo es ist. Hallo, grüß dich. Ich weiß nicht, wo es ist. Da ist noch ein Kühlschrank. Wie viele Kühlschränke haben die hier? Ein Spucknapf. Noch ein Kühlschrank. Oh no! Da ist es! Wo? Oh. Die Puppe da? Die hat unten ein Loch. Das kann durchaus sein. Du musst es angucken. Ja, und dann? Und dann an ihm vorbei und immer angucken. Da war ein Text. Ich sehe nichts mehr. Oh, ich habe Angst. Hier ist aber gleich noch ein Vieh. Wir müssen Taschenlampe gleich ausmachen. Großartig, wirklich großartig. Ich stecke hier fest, bis mein Auto repariert ist. Und ich kann da keine Mechaniker finden. Aber egal, auch ich bin total am Verhungern. Da ist ein Geschäftstum um die Ecke. Aber es sind nie Lebensmittelvorräte. Ah, das hast du alles schon vorgelesen. Ist der Laden schnell leer, bla, sogar darauf, bla, bla, bla. Wollen wir Jetzt kommen wir in den ekelhaften Stock. Und ohne Licht? Glaub ja. Nika hat gesagt, wir müssen das probieren. Wir müssen das jetzt probieren. Aber warte. Woher war ich? Jetzt kurz anmachen. Aber nicht lange. Oh, das da? Ja, steht hier im Tür rum. Okay. Geralt, hallo. Ein Adler. Alter, bist du doof. Ich denke, das steht bei dir. Das steht nicht bei mir, das stand in der Kammer. Ich bin gerade vorbeigegangen. Das sind zwei oder was? Bei mir war auch eins. Ich wollte euch nochmal ein Like da lassen, aber da ich alt bin, muss ich danach auch schon wieder ins Bettchen. Schlaf schön, bis später. Geralt, gute Nacht, schlaf schön. Dankeschön fürs Zuschauen. Geralt, mach's gut. Aber das sind zwei, Liege. Ich hab mal... War das hier schon gewesen mit der Pflanze? Das ist die Lobby. Okay. Jetzt. Hallo. Hallo. Ich bin doch toll. Ach ja, Nico, Entschuldigung, dass ich dich nicht mitspielen konnte. Ich wollte mitspielen, aber ich habe eine PS4 hier noch stehen, die ich testen wollte. Am PC konnte ich gerade nicht, weil der Stube Action war. Und meine PS4, die ich testen habe, ist die Festplatte wahrscheinlich im Arsch. Sonio weiß, welche ich meine. Der hat immer eine Stunde geladen und halt auch installiert, kopiert. Also da stimmt was nicht. Die Festplatte ist kaputt, 100 Pro. Ah, wahrscheinlich. Das ist nicht normal. Aber heil machen lohnt sich. Ja, ich würde sie behalten, aber nur gucken. Für Filme gucken reicht das. Wenn ich mal auf CDs gucken sollte. So, warte, hier geht's. Okay, hier steht genau vorm Fenster. Und Licht anlassen.
Ich bewege dich immer noch. Gruselig. Ich laufe daran vorbei. Zack. Die Tür ist jetzt zu. Wir müssen noch eins hoch. Okay. Ich laufe vorbei. Ganz schnell. Und guck hier rein. Hab einen Adler. Versteck mich hier im Raum. Hab die Nische gefunden. Objekt complete. Find den Kompass. Okay, das haben wir fertig. Was steht hier noch so? Was war das? Was? So much miau. Habe ich gefunden. Was hast du? Eine Katze gefunden? Ja, irgendwas hier. Ja, in der Mauer war da, ein Katzenbild. Ja, genau. Das musst du einsammeln. Dann kriegst du Erfolg. Ah. Okay, das können wir zurückbringen jetzt. Jetzt müssen wir aber wieder aufpassen auf das Vieh. Wo ist denn das Vieh? Der Zettel ist schon wieder am Boden. Das war vorhin noch nicht da gewesen. Das war doch hier. Unten, es steht unten, es steht unten. Okay. Angucken. Boah, muss man nah dran vorbei, Alter. So, tschüss. Ciao, Bella, Bella Rosa. Oh Gott. Was ist hier los? Das ist noch eins. Oh, oh. Links. Oh, Alter, Mann. Da ist nur Deko. Achso, gelbe Tag ist nur Deko. Alles klar, ich laufe weg. Tschüss. Müssen wir nicht da rein hier? Oh, hier. Hier, nimm rein. Wir haben deinen Kack-Kompass! Faselt etwas. Okay. Cyrus? So schnell zurück? Ja, wir haben deinen Kompass gefunden und schnell war das nicht. Ich muss den Freund mitbringen. Na dann, gebt ihn her. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Vogel großes Unglück gebracht. Was? Oh, mein Kompass. Genauso wie ich ihn in Erinnerung hatte. Vielen Dank, danke. Ich werde niemals mehr vom Weg abkommen. Das ist schön. Sag uns, wie wir hier rauskommen. Werde ich, aber zuerst sollte ich die anderen erwähnen. Wen denn? Die anderen? Anderen? Ein paar kam hier vorbei. Genau wie ihr. Sie waren in großer Eile und hatten keine Zeit für meine Spiele. Sie gingen in den Park, trotz meiner Warnungen. Es wäre eine Schande, wenn ihnen etwas zugestoßen ist. Bringt sie zu mir, sie verdienen eine zweite Chance. Welcher Weg führt zum Park? Dieser Weg und dann der. Seid ihr gerissen? Dann wird der Weg klar sein. Okay, jetzt gibt er uns wieder eine Aufgabe. Was bringt die Toten zurück? Lässt uns weinen? Lässt uns lachen, lässt uns jung sein, geboren im Augenblick, dennoch währt es eine Lebenszeit. Was ist es? Was bringt die Toten zurück, lässt uns weinen, lässt uns lachen, lässt uns jung sein, geboren im Augenblick. Das ist die Zeit. Nö, es ist auf jeden Fall nicht die Zeit. Erinnerung nicht, glaube ich, oder? Ich probiere es einfach mal. Mama. Ja. Erinnerung. Ja. Läuft. Zeit bringt Tote nicht zurück, du Nuss. Erinnerung, ja. Du hast es ja auch schon geschrieben. Ja, doch. Bei mir bringt die Zeit immer Tote zurück. Irgendwann. Das fliegt für immer und ruht immer. Was fliegt für immer? Ruht nimmer. Was fliegt für immer? Ruht nimmer. Der Wind. Was fliegt? Aber wo Wind fliegt nicht. Es ist der Vogel im Wind. Nein. Was fliegt für immer? Ruht. Das sind Kinderrätsel. Ja, und ich bin kein Kind mehr. Ist aber klar, dass ich da nicht so gut kann. Ja, Wind. Sag ich doch. Ja, ja. Du musst hier ein Licht an noch. Nein, es ist nicht der Wind. Das ist ein Kind.
Ach so, Conky hat schon Wind eingegeben. Ja, das Was muss ich hier geht sein. durch eine Tür, aber geht niemals rein und kommt niemals raus? Was geht durch eine Tür, kommt niemals rein, geht niemals, kommt niemals raus? Ich bei Aber geht Kai, oh, niemals. Ip Kaju, wie das denn jetzt, egal. Was geht durch Die eine Tür. Tür, aber geht niemals rein und kommt niemals raus? Alter Lieke, woher weißt du das? Also, ich bin zu doof für sowas. Die hat bestimmt ist das Lösungsbuch bei sich liegen. Kannst du googeln. Es ist Bestimmt. nicht so einfach. Wir haben ja einfach nur eine super Aufpasserin im Chat, ja, die das für uns löst. Aber es ist nicht einfach. Ins Leben schleicht das Leiden, sich heimlich wie ein Dieb. Wir alle müssen scheiden von allem, was uns lieb. Hab solche Bücher geliebt. Ich habe die nie gelesen, solche Bücher leider. Deswegen bin ich ja echt auch nicht gut drin. Kinderritter habe ich schon. Nee, habe ich nie gelesen. Ich bin allgemein lesefaul. Mir sehr leid. Gameplay. So, wir müssen jetzt in Gameplay. den Park. In dem Park, wo ist denn Park. der Park? Gibt es eine Map hier? Nein, gibt es auch nicht. Wieso auch? Wieso gibt es eine Map? Map. Warum auch? Ich habe die Bücher leider wirklich nie gelesen. Du, was wirklich schade ist. Ich finde die Rätsel echt gut. Ich mag die total. Okay, da knurrt schon wieder da irgendwo drin. Guck mal, hier ist der Park rechts. Oh, kann ich hingehen? Geht auch gar nicht. Das ist doch kein Park. Das ist. Na klar, ist das ein Park. Ich hab das wie Berge hier. Da hat ein Park Berge. Das ist, wir machen jetzt Ausflug ins Grüne. Ja? Was Da denn? steht einer. Das wird das Links. Schleim wieder liegen. Ich bin ganz woanders, weil ich schon wieder Luki Luki mache. Da ist auch Unten noch steht auch einer. Also, einer. der steht nicht auf Lichter. Der steht nicht auf Lichter. Na! Genauso wie, was ist das Grün? Wie Klee. Dann weiß wie Schnee. Dann rot wie Blut. Und schmeckt allen Kindern gut. Meine Pipi. Das Grün wie Klee. Dann weiß wie Schnee. Weiß ich auch nicht auf Anhieb, siehst du? Dann rot wie Blut. Und schmeckt allen Kindern gut. Ganz klar, Kinderriegel. Was ist? Kinderriegel ist rot. Ja. Kirsche. Nee, eine Kirsche? Keine Ahnung. Kehre nicht die Kirche, die Kirsche. Kirsche. Ach Kirsche. so. Eine Kirsche. Eine Kirsche. Wenn das Feuer an meinen Lenden brennt. Dann brennt's bei mir unten. Und zwar. Lichterloh. Oh, Alter, dieses Kackvieh. Hier ist eins rechts ohne Licht, bitte. Da steht da rum. Oh ja, Das ist ein das ist so. Hubschrauber. Ich will Das ist Hubschrauber so. fliegen. Das ist noch eins links. An dieser Lampe stehe ich gleich. So. Das ist ein Loch. Ein Loch gefunden. Danke, ein Loch. Fehler. Das ist das Deep Dark. Recht. Okay. Ich meine natürlich, hey. Es kommt dann natürlich zu. Ah, das braucht wirklich Licht. Sonst laufen die. Ah, doch. Da links steht noch einer. Hallo, mag dich nicht. Nein! Was bist du denn für einer? Lass mich, ich bin Frau. Was war das denn für ein? Weiß ich nicht. Ja, das sah gut aus, der Conky. Wenn der rumläuft.
Ja, schön. Ein crazy Spiel. Das sah aus wie ein Hund, was dich anbettelt. Meinst du, er hat ein Bein gerubbelt? Ja, so hat ein Bein geschrubbelt wie rubbelt. Ach, herrlich. Na, es war Kirschen in der Tasche, wa? Oder Zucker? Zucker. Ich hab kein Kamerad, weil ich eingezuckert habe. Oh Mann, Alter! Du hast gedacht, das hätte ich gehört. Baum. Ich bin der Crazy Sanyo im Park. Ich bin der Crazy Sanyo im Park. Und hab mich verlaufen. Wo ist. Ach, da oben. Hallo. Hallo? Ist das bloß für Viecher? Da oben ist einer. Ich wusste, warum Ja, bewegt sich ja. irgendwas. Links ist auch irgendwas. Ich hab's Fauchen hören. Schüssel Wasser reintun. Willst du machen, kleine Schüssel Wasser? Ja, wegen mir möchte ich ein bisschen meine Pferde so spielen, dass sie Laufen, 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 da ist ein Profi, ich laufe vorüber. Ja, dann nehme ich jetzt. Ja, mach. Nein, dann nehme ich jetzt. Wo ist jetzt? Ich laufe um mein Leben. Ja, mach das. Aber nicht so viel. Ich habe eine Schüssel, aber die ist rund. Von dem Viereck. Habe ich nicht. Ich glaube, Conky ist gestorben. So, meine Herren. Ja, ich bin gestorben. Ich habe mir etwas gerubbelt und gestöhnt. Das ist gar nicht so einfach. Oder ich bin so stürmisch. Oh Mann, wir waren doch schon dran. Wir haben doch schon das Objekt gesichert. Stand doch da. Ja, irgendwas war da ja. Ich habe gesichert oder wurde gesichert. So, jetzt gehen wir mal wieder ein Turbo-Speed hier durch. Ich weiß nicht mal, ob wir gemeinsam durchgehen sollen oder getrennt. Nee, wir müssen schon gemeinsam. Jawohl. Boah. Gott, das ist viel. Bei einem Hundelrubbel-Ding, da muss man ja Licht auslassen. Ach, Spiel ist ab 18, ne? Oh, ich habe Licht noch angelassen. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob es 18 ist, glaube ich nicht. So, aber ich habe jetzt nicht umgestellt. Ach, ist auch egal. Was kauft ich überhaupt für ein Viecher rum, ey? Das ist ja übel. Ja, warum müssen wir auch nachts rumlaufen im Park? Es ist wirklich so. Ach du toll, da ist einer mit Licht, ohne Licht. So, gleich kommt das Hübbelding da. Das hatte ich gesehen. Ach, wie darf das denn sein? Ach so, dich hat's erwischt. Ich wollte gerade sagen, mich hat's doch gar nicht erwischt. Ja, das Hobbit-Ding, was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, Licht was war wir mit den aus. Hoppelding machen müssen. Das hoppelt dich auch an, wenn du Licht aus hast. Ja, so liegt Aber ihr, erklär mal. wir haben es noch nicht mit Licht probiert. Das ist ja schwierig, aber das soll ja auch nicht so einfach sein, sonst wäre es ja langweilig. Und wieder in dem Park mit Konkirich und Sanjurich. Wieder in dem Ja, komm, gib dir eine Hand her. Park. Los, Dann wir spielen. spielen wir ich. Gib dir eine Hand her, gib mir eine Hand durch den Park. Ja, Hand in Hand. Komm, du geiles Stück. Komm mit Geil. mir in den Park. Ja, Geil. geil. Geil Gebüsch. Nice. Da können wir zusammen blitzeln. Hahaha. Das ist doch noch easy. Ja, Oh. das ist noch easy.
Bin ich da oder nicht? Das ist hier die Frage. Hi, Loki. Schön, dass du da bist. Hallo. Willkommen, willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich. Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Monster Glücki, Lucky, Glücki. Dip, 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 dip. Ich das sagen hab hier. Ich glaube, ich muss meine Kinder regeln, weil meine Kinder kaum schon alle sind. Wie konnte das denn passieren? Naja, zwei schlaflose Nächte hinter mir. Also, was hast du denn gemacht, sag mal? Oh Gott. Das ist nicht gesund. Oh, ich hab grad nicht gedacht. Kann doch jeden Mal Pesten passieren hier, Alter. Was soll's? Ich will jetzt nochmal ernst, so. Genau, ernst nehmen jetzt. Ich möchte hier auch mal durchkommen. Durch den Park. Emmy, hörst du mich an? Du hast Rasierklingen in deinem Arm, ne? Jo, ich bin ja... Ich bin ja... Arnold Schwarzenegger. Netflix geschaut und versucht mich zu beruhigen. Mich zu beruhigen? Beruhigen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Rechts. Er kommt von rechts. Jetzt wieder Licht aus, sonst kommt Kumpel. Guck mal, der hat auch so eine Taschenlampenaugen, dieses Vieh. Ja, bleib doch mal stehen, guten an, Alter, ich renn gegen dich. Oder Licht aus? Licht aus. Halt, du bleibst da stehen. Das, was so passiert ist von dem Beruhigen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Pass auf, der bewegt sich. Ich sehe ihn. Er rennt auf die... So. Das ist jetzt... Spielst du mir den verarschen jetzt gerade? Nee, ich dachte, der haut mal ab. Wo ist der Hobby jetzt? Nicht anmachen. Und das ist der Hobbel da. Da. Ist egal, Hobbel. Weiter. Oh, ist das. Ist doch doof! Oh Mann! Ich will nicht mehr. Liege, Google mal bitte. Google mal. Will das Tier nur Zucker oder was will es? Oder will es vielleicht eine Zuckerstange? Ja, komm. Ich habe keine Stange, ich bin eine Frau. Ja, dann... Das sage ich jetzt nicht. Ich habe ein Zuckerloch. Brötchen. Was, ich soll schieben? Machst du doch ja. Immer. Tu mal nicht so überrascht, Liebke. Ja, du sollst nicht schieben. Du sollst uns nur... Und einfach riecht... durchrennen dann. Ja, wir können nicht ewig rennen, leider. Ich hab's ja jetzt gerade probiert. Oh. Komm, weiter durch. Ach. Ich hatte vorhin immer voll das Licht an. Gar nicht wahr. Es kommt, Cookie! Ich hab noch Licht aus. Stopp! Na, das ist aber das Vieh, was Licht braucht. Ach so. Pass auf, hinter dir. Oh. Das Licht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das hier wahnsinnig? Gar nicht wahr. Aha. Dann erinnere ich dich mal an das schöne... An das schöne Spiel The Forest. Hat da jemand gescheatet? Da hat sie noch gesagt, Rufus, mach mal da. Duplizierungssheet. Gefressen worden. Ronki wurde schon wieder gefuttert. Ich dreh durch, ja. Das ist gar nicht so einfach.
Ich habe Durchhaltevermögen. Aha. Hallo. Ich kann besser Hälfte mal fragen. Besser nicht. Du kannst mir glauben. Das, was ich habe den Wald geschont, das ist was anderes. Ach so. Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass Reichhaltigkeit kein Cheat ist. Du hast den Wald geschrotet, ja. Cheaten für den guten Zweck. So werde ich das in Zukunft nennen bei Lieke. Ja? Ist für einen guten Zweck. Lieke, die neue Kreta. Ja. Oh, das Vieh steht diesmal woanders. Das steht links. Pass auf. Gibt's keinen anderen Weg? Es guckt. Nee, ich glaube nicht. Es gibt nur den Weg. Hier muss ausbleiben. Ja, da ist noch einer da. Ja, wieder ausbleiben. Und beim nächsten weiß ich jetzt nicht. Beim nächsten machst du es an am besten. Ja, da ist er. Was holen wir denn rum? Also den Hoppler können wir wahrscheinlich gar nicht ablenken in irgendeiner Art. Ich weiß nicht, ob wir den nicht angucken dürfen, damit er uns nichts tut. Oder ob wir ihn angucken müssen. Also diese Fake-Hundis habe ich nicht gefunden. Ja, weil wir wahrscheinlich die einzigen beten Deppen sind, die ihr daran immer scheitern. Bei YouTube. Aber Zelt und dann wieder zurücklaufen. Du meinst, wir sind schon durch? Weil wir waren ja schon am Zelt und gespeichert haben müsste das ja eigentlich auch. Aber wir müssen ja erstmal lebendig wieder zurückkommen. Weste? Konki, versuch mal durchzulaufen bitte hier. Sonst hängen wir hier im Schwarzen fest. Vielleicht haben wir es ja geschafft. Ich quatsch einfach mal mit dem. Beeil dich. Ne, wir müssen leider immer noch. Also Zelt. Und dann zurück. Weil geschafft hatten wir es ja vorhin schon mal. Über die Brücke rüber, das Zelt, ne? Genau. Und dann und können wir wieder zurückgehen. Ja. Ah, da musst du erstmal zurückkommen wegen dem Hundevieh und so. Mhm. Und wir haben ja nicht permanent Ausdauer, das ist das nächste Problem. Vielleicht kommen wir ja doch irgendwie anders hin, über den Berg wahrscheinlich drüber. Könnten wir den Hund umgehen. Das Vieh steht wieder links. Hier ist noch eins. Okay. Diesmal zwei. Oder habe ich mich verguckt? Oder das Ding von vorhin hinten. Könnte auch sein. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hier nicht. Das ist schwierig. Mein Licht ging nicht an. Komisch. Muss jetzt tausendmal drücken auf die blöde Taschenlampe. Oh, das Ding steht hier. Ohne Licht. Oh, da kommt das Hobbelding. Laufen. Da ist wieder eine ohne Licht. Ich hab doch am Zelt was gedrückt. Also, wir müssen es schlicht auf scheinbar anlassen, dann, wenn wir an der Brücke sind.
Sonst frisst du ja das Vieh da von der anderen Seite. Wir haben es geschafft! Haben wir nicht. Was haben wir? Nee. Was? Ach Mist! Ah, dum 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 dum. Klammer denkst du, Kumpel? Schon gesehen. Guck mal, Kevin. Taschenlampe. Jetzt ist er rechts, das Vieh. Bleib da stehen. So, Ausdauer ein bisschen sparen. Ja, er kommt schon angelaufen. Objekt komplett. Ja. Okay. Wieso ist ich bin über die Brücke gelaufen, wie soll ich denn ausweichen? Das ist eine gute Frage. Da muss nur einer über die Brücke laufen am besten. Also wir hätten es jetzt gehabt. Ich habe nur gesehen, dass er schwarzes Miete anhatte. Also am besten nur einer über die Brücke, der holt das und dann können wir ja zurücklaufen. Ja, mach du mal. Wenn das jetzt nochmal so klappt, wie ich mir das vorstelle. Okay, hab was. Der eine stand da und hat auf dem Boden geleuchtet. Da ist es weg. Ah, okay. Aber das ist das Problem. Bei dem anderen müssen wir ja an. Den anderen müssen wir ja anleuchten. Aber gut, das kriegen wir dann auch hin. Auf dem Boden geleuchtet. Okay. Also so dann, ne? Nicht angeguckt wahrscheinlich. Oder auf dem Boden leuchten. Ja, gut. Wenn das jetzt wirklich kranke Scheiße einfallen. Das ist wirklich so. Oh, oh. Lauf, Konki! Ich hab nichts gemacht. Ich war das nicht, der Fasunio. Oh, hast du aber Glück gehabt jetzt, wa? Es ist dir nämlich die ganze Zeit in der Eier gerannt. Ich dachte, das war's jetzt eigentlich schon wieder. Interessant, wenn wir zurücklaufen. Oh, jetzt kommt mein Freund. Oh, jetzt kommt mein Freund nach Hause. Der hat tatsächlich nämlich die Woche Spätschicht. Scheiße. Unten auf den Boden gucken und einfach ja, weiterlaufen, weiterlaufen. Nein, 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 ich bin doch ein Mann. Was hast denn du jetzt gemacht? Da war ein Monster, was kein Lied abbockte. Okay, dann machen wir das nochmal. Bin begeistert. Begeistert. Moment, ich muss mal kurz Gummibären essen. Oh, Gummibärchen. Ja, geht ja los. Ich komme schon. Aber erst von Sanja weg und dann zu Konki. Ja, wahrscheinlich. Ja, Konki muss am besten hinten stehen bleiben. Ich sagte dann Bescheid, Konki, dann bleibst du einfach da stehen. Ich gehe mal rüber auf die Brücke. Und dann versuche ich wieder zu kommen. Und dann können wir zurücklaufen. Ich weiß ja nicht, kannst du auch einfach hier stehen bleiben? Ja, bestimmt. Dann probieren wir das mal aus, ob das geht. Dann bleib ich mal stehen.
Tschüss, bist du der Kerl. Tschüss, Sly. So, ich guck jetzt einfach mal, ob ich das hinkriege. Am besten, du läufst schon mal direkt wieder dahin zu dem Typen. Damit wir die gleich abgeben können. Oh, hab ich mich jetzt verjagt. Kann ich machen. Conky spielt Boote. Wartet auf den Safe-Bereich, ja. Ist das Cheaten? Nee, ne? Nö, ich denke mal nicht. Das ist Zusammenspielen, ne? Das verlangen die doch hier, oder nicht? Also Conky ist schon mal in der Safe Zone. Was? Oh, ich glaube, das ging nicht. Wir haben versagt, Conky. Entweder das blöde Vieh hat mich erwischt oder keine Ahnung. Ich wollte schon fast sagen, das blöde Vieh hat mich erwischt, wa? Es war zwar die ganze Zeit hinter mir, aber das hat wohl zu lange gedauert. Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal. Irgendwann werden wir es doch mal hinkriegen, aber das war ja schon mal gut. Ja. Oder er darf nicht im Haus sein. Ja, das kann sein. Du darfst nicht ins Haus gehen, weil das ist so ein Safe-Bereich. Dann bleibe ich hier. Dann bleibe ich hier stehen. Genau. Wenn ich sage, sprintest du ganz schnell zurück und gib's ab. Ja. Ja, ich kann ja vor dem Haus bleiben, bevor es vorhin anfängt hier. Vorm Safe-Haus, genau. Beim Stöckelschuhen laufen ist nicht so einfach. Ich habe meine den Hüften, habe ich den Cash. Hinstellen. Oh wow, prima, ey. Das ist ja jetzt richtig kacke. Der steht ja kacke jetzt. Du hast Sneakers an, keine Stöckelschuhe. Na gut, hab ich Sneakers an. Ja, nimm mit. Hast du Bett fertig? Gut. So, Conky, du kannst jetzt gleich. Gleich. Gut. Ich hab's jetzt. Ich kann laufen. Nee, warte mal noch. Ich weiß nicht, ob du reinlaufen kannst. Das wäre jetzt doof, wenn du jetzt. Warte mal, aber nicht. Das ist einfach so komplett. Ach so, warte mal, ich. Ja. Aber ich gehe mal da hinten noch lang. Moment. Ich bin durch. Warte mal bitte einfach. Ja, ich warte. Hab grad nichts Besseres zu tun. Okay, gut. Tick aber so noch mein Handy rum vom Haus. Ich hoffe, ich schaff das jetzt. Bestimmt, ich glaube an dich. Ich kann für Safies machen, sage. Meine Kacke.
Taschenlampe immer? Mann! Ich will es jetzt auch nicht versauen, das wäre jetzt echt mies. Ich bin schon fast vorm Ende. Ja, getreu. Schatten da. Okay, ich hab's geschafft! Yeah! Wir haben's geschafft! Yeah, wir haben's geschafft! Wir! Ja. Oh Gott! Ich hab alles richtig gemacht. Ja, einfach nur warten. Juhu! Ja, der Problem ist bei zwei ist das Thema ja. Hm, doppelte Gefahr. Ja, schon rein da. So, du Drecksack, wir haben's fertig. Gott sei Dank, du bist zurück. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Achte aufmerksam auf die in der Stadt verstreuten Reklametafeln. Unser regionaler Star ist verschwunden und wir vermissen sie schrecklich. Bitte halte Ausschau. Also, was ist mit unseren Freunden im Park? Hast du sie gefunden? Nicht wirklich, aber wir haben ihr Zelt gefunden. Oh je, und ich habe schon alle Reklametafeln benutzt. Sie sind nicht weg, sie sind hier irgendwo. Irgendwo ja, aber mach dir keine Sorgen, sie tauchen früher oder später schon auf. Das tun sie immer. Hä? Benutzt? Beeil dich. Bis dahin, lass uns das Spiel fortsetzen. Flieger? Flieger! Oh Gott. Jetzt sind wir total versagt. Das ist auch noch in Englisch, dieses Rätsel. Ja, Moment. Uff. Liebe Zuschauer, ihr könnt gerne mitspielen und das Rätsel lösen. Fiji has but they are called ice. Hat Hände, kann aber nicht halten. Zähne, kann aber nicht beißen. Füße, aber nicht laufen. Okay. Puppe. Sobald du seinen Namen nennst, ist es schon verschwunden. Was ist das? Beetlejuice, genau, Beetlejuice. Gib Beetlejuice ein. Wie wird geschrieben? Weiß ich jetzt gerade auch gar nicht so genau. Aber Beetlejuice kommt ja nicht? Ich glaube doch, du musst den Namen nennen, dreimal oder so, dann kommt er. Oder wie war das, man schließt von Spiegeln das dreimal ihren Namen? Du meinst... jetzt komme ich auch nicht auf den Namen drauf. Oh Mann. Können wir eine Frau fragen, ob man jetzt nicht. Die Hexe. Kommt die dann. Guckt nur solche Filme. Ja, ich auch, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Sobald du seinen Namen nennst, ist es schon verschwunden. Rumpelstilchen. Mary, genau. Bloody Mary, musste man immer sagen. Sobald du seinen Namen nennst, ist es schon verschwunden. Was ist es? Deinen Namen nennst. Danke, Janine! Ist es schon verschwunden? Sobald du deinen Namen nennst, ist es schon verschwunden. Wir denken wahrscheinlich immer zu weit. Das ist unser Problem. Wie vorhin mit diesen antiken Dingen. Wodurch man durch Wände sehen kann und so. Denkst du, ich werde aufs Fenster gekommen? Nee, nicht, ey. Ja, aber schon so gedacht, durch Fenster, durch Wände sehen, ist halt durch Wände. Ja, aber man kann ja durch Wände sehen, eigentlich stimmt's ja. Wenn du Fenster einbaust, kannst du ja durch Wand sehen. Nur, ich habe hier noch eine Wand. Dann kann ich auch Tür schreiben. Sobald du seinen Namen nennst, ist es schon verschwunden. Also wie gesagt, schweigen. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber... Schweigen? Nein.
Schweigen tut weh. Sobald du seinen Namen nennst, ist er schon verschwunden. Oh, Ruhe. Was? Die Ruhe. Ruhe. Ah. Alter, spielst du das, glaube ich, besoffen spielen? Ich mache dich schwach in der schlimmsten Zeit. Ich behüte dich, ich lasse deine Hände schwitzen, dein Herz kalt werden. Ich besuche die Schwachen, aber selten die Mutigen. Was bin ich, der Tod? Na gut, stille mir auch richtig wahrscheinlich, denke ich. Oder? Ich hätte jetzt gesagt. Zeit, ich behüte dich, ich lasse deine Hände schwitzen. Nee, es ist nicht der Tod. Und dein Herz kalt werden. Ich will Mutigen. Ah, die Angst. Ja. Beeindruckend. Ich sag euch was. Ich habe den Schlüssel zur Stadt verlegt und habe genug davon, ihn zu suchen. Ich habe noch nicht das Gebäude in der Nähe des Eingangs der Stadt durchsucht. Falls ihr ihn findet, lasse ich euch ihn benutzen. Versprochen. Versprochen. Ich erinnere mich an sie dieses Mal. Der Große hatte braunes Haar und blaue Augen. Oder waren es blonde Haare und grüne Augen? Nein, nein. Flyer werden nicht nötig sein. Sie sind hier. Sie sind hier. Okay. Was für Flyer? Was meint ihr immer mit Reklamen und solche Dinge? Alan, Reklame benutzt. Wie benutzt man eine Reklame? Ja, du kannst ja deine Werbung dran klatschen. Dann benutzt du die doch auch, oder? Ja, so, am Anfang, zum Anfang der Stadt gehen. Wir können auf der Seite mal lang gehen hier. Ich verstehe nur, benutzen was anderes. Nicht dran rubbeln. Conky ist weitergerannt, okay. So. Ja, ja, ist gut. Jetzt bin ich am Panzer vorbei. Komm, lass uns darum gehen. Zeig dir eine andere Richtung. Ja, du reagierst ja auch nicht. Ich reagiere auch nicht. Alter, ich war beim Panzer. Da hast du eine andere Richtung. Hast du oh Gott. Mich schon erschreckt. Alter, mit Laufen ist echt blöd. Wir sollen jetzt zum Anfang der Stadt gehen und dann, was sollen wir da? Nochmal Schlüssel suchen. Am Anfang der Stadt. Nehmen wir einen Schlüssel. Wo ist denn der Anfang? Der Nebel ist ja tödlich, ne? Ja, wir sollen uns auf jeden Fall fernhalten von dem Nebel. Oh, Alter. Easy. Ich konnte nicht mehr laufen. Ach, so im Kreis gelaufen. Wo ist denn einfach in der Stadt? Wo ist am Kreis der Anfang? Ja, das ist... Erklär mir das bitte. Such! Alter, guck hier. Vielleicht hier? Am Anfang, wo wir vielleicht gespawnt sind? Gleich. Guck mal, hier kann man abbiegen. Ah genau. Ja, hier. Ich hab mal Licht ausgemacht. Diesen Container. Panzer. Okay. Hier, Cocky. Hier. Du. Es geht los. Oh Gott. Also im Keller gehen wir. Okay. Warum flüstern wir? Weiß ich nicht. Okay, hier sind ganz tolle Petten. Ich habe die Tür. Wie für mich gemacht. Petten für dich gemacht? Nicht. Ja, die Petten sind wie für mich gemacht. Die habe ich auch zu Hause spontanisch eingerichtet. Oh Gott. Oh und Gott, dann, was ist das? Ich war schon bei dir zu Hause, dein Bett habe ich dein Schlafzimmer noch nicht gesehen. Ich glaube, ich will es mal nicht sehen. Die Musik ist echt toll.
Ja, mein zweiter Monitor ist auch ziemlich hell, deswegen ist es bei mir ganz so dunkel. Okay, noch weiter runter. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich müssen wir noch weiter runter gehen. Oh, was ist das hier, ey? Ist ja furchtbar. Was ist das? Umgestellt. Alter, noch weiter runter. Gleich bin ich in Japan. Ach, guck mal, hier ist sowieso eine. Das macht mir Angst. Ich warte mal auf dich. Ja. Okay. Schick hier, ne? Was ist das? Ich frag für einen Freund. Happens. Guck mal, wie gut das hier aussieht. Ja. Objekt complete. Okay, wir sind fertig. Cool. Kriegen wir die Tür auf? Nee. Wir sind fertig? Ich bin fertig. Ich höre über Schnattern. Ich auch. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, steht mitten im Weg jetzt. Und nochmal. Ja, der wieder. Läuft schon. Der läuft schon, der läuft schon. Oh, das ist Mist. Beide. Der eine kommt natürlich auf mich. Und oh, komm. Oh, wie mies das denn? So, okay, wir gehen den Raum raus. Ich muss mal aufstehen gleich kurz. Ja. Kannst du halt davor laufen, ich komme hinterher. Ich muss meine Tochter ins Bett klopfen. Jo, dann mach das. Ich gehe schon mal. Tschüss. Jo, bis gleich. So, dann laufen wir mal ohne Conky. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas zum Einsammeln. Hier sind auch nochmal Leichen aufgestapelt. Nicht aufgestapelt, sondern liegen nebeneinander. Ja, ansonsten ist hier wirklich nichts. Das heißt, wir müssen hier runter. So oder so. Da haben die jetzt ernsthaft die ganzen Viecher jetzt hingestellt. Nachdem wir unten das Objekt gesammelt haben. Das ist echt mies. Das ist voll gemein. Kann das leider aktuell nicht sammeln, weil Conky wahrscheinlich nicht da ist. Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich es nämlich jetzt gerade nicht sammeln. Oder kam das jetzt schon? Ich glaube nicht. Ich kann auch nicht gucken. Gut, dann warten wir jetzt kurz auf Conky und ich bin auch gleich wieder da. Weil wahrscheinlich geht es nämlich nicht ohne ihn. Bis gleich!
Hallo? Hallo? Ist der Sonja tot? Ist er erstickt? Wo bin ich? Noch live, versteht er? Weil er im Safe-Raum ist. Sobald er zurück ist, gibt er ab. Sobald er zurück ist, gibt er ab. Könnt ihr ja testen. Weil er im Safe-Raum ist. Ach nee, ist er nicht. Nee, ich bin nicht im Safe-Raum, ich war draußen. Draußen. Ist ja wieder Pipi gegangen. Hilfe! Also, vorbei. So, da bin ich auch wieder. Entschuldigung. Alles gut. Ach, da bist du ja. Also, Konki, es hat nicht funktioniert. Du müsstest wahrscheinlich doch hierher kommen. Ja, ich war nicht im Safe Home, ich war draußen. Ja, ich weiß, aber es geht nicht. Ist nicht abgeschlossen. Oder geh mal in den. Ne, das sind die Viecher jetzt da? Warte mal. Ich guck mal. Ich kann. Wo bist du überhaupt? Ach, da unten bist du. Ich bin gleich bei dir. Ja, die sind noch nicht da. Die Viecher sind noch nicht da. Also müssen wir uns leider zusammen machen. Was geht sonst nicht anders? Okay, nicht überall Postbote spielen. Da bist du. Ja, da bin ich. Okay. Ja, jetzt ist es auch abgeschlossen. Okay. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt machen, ey. Ich habe keine Ahnung. Klappt bei mir Licht aus, ich sehe dein Licht, das reicht mir. Toll. Ich habe extra gewartet, ich dachte so, er schafft das. Aber nein. Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht was geschafft. Geschafft. Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht was geschafft. Oh Mann. Was ist guck mal denn hier kaputt? Oh, ich bin verkehrt gelaufen. Wow. Komm ich hier nicht mehr durch. Also wieder dahin. Oh, das ist ja gemein gemacht, ey. Wenn die echt kacke stehen, wie würdest du das schaffen? Das ist ja doch mies. Ja, meine Katze, komm her, hilf mir jetzt mal. Genau, hilf mal mit. Mauzi. Du brauchst keinen Taschen, damit wir das alleine gucken machen sollen hier. Also wirklich. Ladies first? Ja, du hast mit dem dicken Arsch dick gemacht, ja, ne? Ja, ich hab einen Dickbo. Ein Dickbo. Dickbo. Ich hab einen Heck. Ich hab einen Heck. Ein Arsch wie ein Brauereipferd. Okay. Los, holt das Ding jetzt. Ich warte hier vorne. Ich hoffe, das geht. Nee. Was? Keine Meldung. Jetzt kommt die. Krass. Da können wir richtig froh sein, dass das vorhin im Park funktioniert hat, ne? Hm. Das ist ja schwierig. Lauf, Konki! So, ich bin schon mal einen Schock höher. Oh, nein, dann hoppen. Oh Gott, ich kam nicht raus aus der Tür. Da waren beide, die standen vor der Tür. Oh, wie mies ist das denn gemacht? Das müssen wir zu zweit schaffen. Okay, also das mache ich jetzt noch. Ansonsten, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann muss man das nächste Mal. Dann ist für heute auch Schluss. Bei mir zumindest. Ja, ich mache dann auch Feierabend. Oder du musst nicht mehr alleine spielen, du spawn ich später zu. Genau.
Nein, das ist kein Cheaten. Nein. Guck mich so an. Katze, guck mich so an, das ist kein Cheaten. Denkt sich auch, der alte Drecksack, der mogelt wieder. So. Gott, dann laufen wir jetzt nochmal runter. Nützt ja alles nix. Das war weiß wieder, was für eine Scheiße ich mir wünsche. Du wirst morgen auch wieder sagen, oh, was hast du da wieder gespielt? Ja, es wird es eher so ein Gelegenheitsspiel, glaube ich. Das spielst du nur einmal und dann nie wieder. Wahrscheinlich. Aber Preis-Leistung ging ja eigentlich. Ja, das kostet ja nicht wirklich was. Und Geschenkengaul, guck mal nicht ins Maul, ne? Nee, nicht so wirklich. Problem ist, einer ein dunkel, einer ein helle. Ja, das ist echt schwierig. Ich bin durchgelaufen. Aber keine Ahnung, wer im Kiffel steht? Ich weiß nicht, wer. Gut. Wir probieren das einfach das nächste Mal. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Und ja, dann gucken wir uns das Spiel auf jeden Fall nochmal an. Ich würde es ja doch schon gerne durchhaben. Dann ist es durch. Es wird auch nicht so lange gehen, wie gesagt, aber mal gucken. Hm. Vielen Dank, Konki, fürs Mitspielen. Bitteschön. Da muss ich mir den Horror nicht alleine antun. Und ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.